Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder mal wieder einer Folge Deutsch im Spiel. Ich hab doch irgendwo keinen Bock, aber ich habe mir gedacht, ich bringe einfach mal wieder eine raus. Bin ich ehrlich. Also so ganz hungern sollt ihr ja auch nicht. Was eben. Ich lebe doch. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, auf welchem Stand ihr seid. Auf jeden Fall ist in Dortmund einiges passiert. Wir haben mittlerweile Linksgruppenleiter, nächste ist im Bau und ach, was weiß ich nicht alles. Ich muss sagen, ich bin mit dieser Neuerung, dass man jetzt mittlerweile sich einen Ausbau in einer Kleinwache aussuchen kann, nicht zufrieden. Bin ich wirklich nicht zufrieden. Warum sollen es einfacher andere Leute jetzt einfacher haben? Vor allem neue Leute einfacher haben wie wir. Ne? Frage ich jetzt ernsthaft. Mit welcher Berechtigung? Normalerweise ist es, sollte es eigentlich so sein, dass es immer fordernder wird für Bestandsleute. Ja. Ja. Ich habe eine ganze Menge Polizeiwachen auf groß ausbauen müssen, um dort Ausbauten zu machen, zum Beispiel die Hunde oder weiß der Geier was, oder einfach nur, wo ich die Kripo bauen wollte, wo ich mir so im Nachhinein denke, ja, fickt euch. Ist genauso wie scheiß fucking Werkfeuerwehr oder Flughafenfeuerwehr, gut, das ist nicht so viel, ja, aber zum Beispiel, ja, also in meinen Augen braucht man jetzt eigentlich überhaupt keinen großen Standort mehr. Außer vielleicht bei der Feuerwehr, wo du die Begrenzung hast. Am Ende, von der Menge her. Weil Polizei ist mir nicht bekannt, dass es da eine Mengenbegrenzung gibt. Ja. Weiß ich nicht. Hätte man anders lösen müssen. In meinen Augen. Dass man wirklich nur den Dienstgruppenleiter nimmt. Oder einfach den Dienstgruppenleiter wirklich nur gar nicht mal als Ausbau macht, sondern wirklich nur rein als Ausbildung. Das wäre eigentlich noch sinnvoller gewesen. Aber gut, da haben sich wieder irgendwelche Proleten gemeint, ich muss wieder eine überwichtige Meinung rausgeigen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, diese Community in diesem Spiel, die ist vergifteter als die von Warcraft oder Counter-Strike. Ist wirklich so. Also, von den Entscheidungsträgern, was heißt nicht Entscheidungsträger, nein, von den Leuten, die da abstimmen im Forum, behaupte ich, dass 90% der Leute zwar Ahnung haben, das will ich denen nicht absprechen, aber ist denen am Strich am Ende scheißegal. Hauptsache, für sie ist es richtig. So habe ich zumindest das Gefühl. Ne, wenn ich jetzt einfach mal den Dienstgruppenleiter sehe. Der Dienstgruppenleiter ist der Schichtführer für Landkreis. Nicht für einen einzelnen Standort. Gut, ja, natürlich, ich sag mal so, weiß ich, bin in einer Stadt wie in Dortmund, die werden wahrscheinlich pro Inspektion einen Dienstgruppenleiter haben. Natürlich. Die haben aber auch mehr als eine Inspektion. Wenn man das jetzt mit Niedersachsen vergleicht, ja. So, nehmen wir mal Hannover. Hannover hat, lass mich lügen, eine Inspektion für die Stadt und dann die 3 oder 4 fürs Land. Das heißt, wir haben ganze 4 oder 5 Dienstgruppenleiter zeitgleich. Es geht ums Zeitgleiche. Das sind die Schichtführer. Das, was hier im Spiel gemeint ist, ist ein Einsatzleiter. Der kommt weit nach dem Dienstgruppenleiter. In manchen Bundesländern werden die Polizeiführer genannt. Das sind die, die Einsätze in der Größenordnung von leiten. Ja, ansonsten, wenn die hier einen Einsatzleiter meinen, also was weiß ich, Einsätze, wo du, was weiß ich, sagen wir mal, 10 Streifenwagen aufwärts hast. Ne, da, wo du dann auch wirklich diese Spezialfahrzeuge hast, wie Lautsprecherwagen, leichter Befehlskraftwagen, die es auch bei der normalen Polizei gibt, nicht nur bei Bereitschaftspolizei, ja. Oder Befehlskraftwagen, wie der genannt wird. Da
Da reden wir dann aber schon wieder von Größenordnung. Das ist dann der Inspektionsleiter. Wo der Dienstgruppenleiter übrigens in seiner Abwesenheit theoretisch auf dem Papier der Stellvertreter ist. Aber es ist halt auch wieder das Problem, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wenn ich mir überlege, bei uns im Landkreis gibt es einen Dienstgruppenleiter, weil wir auch nur eine Inspektion haben. Hier haben zwar mehrere Kommissariate, das ist auch nicht das Ding. Das Problem ist, die sind meistens nachts nicht besetzt, sondern nur fahrzeugtechnisch besetzt. Ja? So, und die Fahrzeuge sind unterwegs. Sind auf Schleife. Weil, naja, ihr könnt euch vorstellen, die werden ja auch benötigt, ne? Ja. Ach ja, jetzt sind da ja so Sachen, da reg ich mich auch schon wieder drüber auf. Nicht, weil es nicht vernünftig umgesetzt ist. Das wirst du in diesem Spiel niemals hinbekommen. Sondern einfach nur, weil es wieder halbherzig umgesetzt wird. Warum? Warum ist der Dienstgruppenleiter ein Ausbau und der ELW von der Feuerwehr nicht? Und jetzt kommt mir nicht mit dem Argument, hier den Post. Ja, das liegt aber auch vielleicht daran, weil wir auch insgesamt mehr Feuerwehr haben. Prozentual gesehen, ja, ich meine jetzt mal ernsthaft. Sagen wir mal, für den gleichen Unfall, sagen wir mal Verkehrsunfall, Auto gegen Autos, nur ein Auto, wird in Hamburg der nächstgelegene Streifenwagen zum Absichern hingeschickt, dann wird ein Streifenwagen vom Verkehrsunfalldienst hingeschickt und wahrscheinlich nochmal ein zusätzlicher Streifenwagen zur Unterstützung. Ja, so, während hier bei uns im Landkreis fährt ein Streifenwagen hin. Einer, mehr können wir da gar nicht entbehren. Und mehr macht auch nicht Sinn. Ja? Bei einem großen Gebäudebrand, also was heißt groß? Sagen wir mal Dachstuhlbrand, da fährt ein Streifenwagen hin. Wozu brauche ich da mehr Polizei? Die Brandermittler und so, die kommen ja später. Die kommen ja mal abgesehen davon, dass sie von der Kripo bzw. vom LKA sind. Was ja Kripo ist. Ja. Sprechwunsch. Ja. Also bei uns in Niedersachsen. Mag wieder woanders anders sein. Also, will ich nicht abstreiten. So schaut's mal aus. Warum ich die Feuerwehr mitschicke? Weiß ich nicht. Ich mach's einfach. Ja. Beim Mal 2 habe ich ein bisschen mitgemacht, aber aufgrund dessen, dass der LSSM 4, nee, 2 doch, nee, 4 ausgefallen ist. Ja, habe ich nicht wirklich viel gemacht, ne? Lungenödem. Ja. Jetzt mal ernsthaft. Lungenödem darf ich im Rettungsdienst gar nicht feststellen. Sprechwunsch. Naja. Es würde ja bedeuten, dass schon eine gesicherte Diagnose gestellt ist. Da müsste man aber dann die Frage stellen, warum der Arzt, der es festgestellt hat, nicht vor Ort ist. Ja, weiß ich nicht. Schwer. Schwierige Geschichte. Und das sind die. Ich möchte diese Einsätze gerne ausstellen, optional. Ich möchte solche Einsätze nicht haben, betrunkener Weihnachtsmann. Ja. Also eine hilflose Person. Wow. Oder ein Randalierer. Sucht euch aus. Könnte auch einer mit einer Gehirnerschütterung sein. Weiß man nicht. Kann alles sein. Kann wirklich alles sein, betrunkener Weihnachtsmann. Ein betrunkener Weihnachtsmann kann vom Schlitten gefallen sein, kann vom Rentier gefallen sein, kann vom Schornstein gebunden sein. Ja. Ihr merkt schon, ich bin heute sehr gut gelaunt. Flüchtig. Ja, schön. Hier. Schnapsen die alle.
Pokémon. So. Gut. Wie sieht der weitere Plan aus? Der weitere Plan sieht aus, dass wir Kohle haben. Das heißt, wir können die Polizei bauen. Ja, ihr habt die Seiten aber gerade nicht offen. Ja, und das ist doof. Was hat sich mein letztes hier gebaut? Ja, hier, der PI Ost. Stimmt, dann geht's mit dem PI Ost weiter. Können wir aber hier tatsächlich zweiten Streifenwagen erstmal hinklatschen. Können aber auch erstmal gucken, was wir hier überhaupt haben. Also wir haben hier das PI Mitte. Ist auch ausgebaut, also das heißt, da haben wir Platz. So, Kripo. Haben wir hier mehr als einmal Kripo? Sprechwunsch. Nee, stimmt, haben wir nicht, weil müsste hier sein. Richtig? Nee, dann ist es. Bin ich hier nicht um? Hä? Ins PI Süd. Nein, auch nicht. Ja. Irgendwo habe ich die doch hingeschoben. Gucken wir mal durch. Also hier seid's nicht. Im Süd. Hier ist nur Dienstgruppenleiter. Ist nicht gebaut. Mal abgesehen davon, dass wir das aus. Nee, das müssen wir nicht ausbauen. Weil die Kripo will ich an die Fachkommissariate setzen. Das heißt, da wird es eigene Gebäude für geben. Wo habe ich den denn hingesetzt? Oder ist hier noch einer? Weil das waren mal vier, das weiß ich. Gruppenleiterweiterung. Oder mache ich gerade nur die Ausbildung? Ich weiß es nicht. Naja, im Prinzip ist es eigentlich auch Jacke wie Hose. Aber ich war der Meinung, dass ich irgendwo den Ausbau angeschmissen hatte. Theoretisch gesehen können wir den Ausbau anschmeißen. Ja, hier Dienstgruppen. Ja komm, schmeißen wir den an. Dann läuft der so West Personal. Wie teuer, wie, warte mal, wir haben 800 noch was. Okay, ist denn eigentlich die nächste Polizei 600 noch was. Sprechwunsch. Das heißt, wir haben genug und können definitiv auf jeden Fall noch den anschmeißen. Also machen wir hier auch einen Dienstgruppenleiter hin. Ja. So. Perfekt. 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 So. Hier haben wir jetzt einen. Gut. Ja, es stört mich eigentlich, dass das hier so riesig ausgebaut ist. Wozu? Weil ich werde hier nicht mehr als 6 haben, leider. Also, was heißt leider? Also, brauchen. Sprechwunsch, Sprechwunsch. Wenn ich den hier Dienstgruppenleitung für die Kripo machen könnte, das wäre toll. Aber der will mir hier total überall in meinem System. Aber das ist halt ja gut, ich meine, ja. Sprechwunsch. Gut, dann kommt Sprechwunsch als nächstes fürs PI. Sprechwunsch. Das nächste Gebäude. Warte mal, irgendwo lief doch ein Lehrgang. Kripo. Ja,
Dann laufen die nächsten gut. Dann läuft das wenigstens. Sprechwunsch. Sprechwunsch. So, weiter geht's. Reifenwagen, LF und I. Einsatzleitung. Zweimal davon, Rüstwagen ist mit dabei und du. Brennen auf Stall. Zweimal Brennleitung. Dann müsste der Dienstgruppenleiter ja eigentlich Safety da heißen, oder? Jetzt mal ernsthaft. Schubidubidubidu, schubidubidubidubidu. Das reicht noch nicht. Mach mal den noch dazu. Passt. Auf geht's. Super, Burschen. Kommst du dazu? Und dann geht das hiermit weiter. Ja, aktuell die Gruppenleitung auch nur in Dortmund. Der Rest ist noch nicht dabei. Das wird sowieso so eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie ich das jemals aufholen soll. Sollte ich jemals nochmal einen neuen Spielstand anfangen, würde ich mich auf ein Gebiet konzentrieren, wirklich auf ein Gebiet. Auf ein Gebiet mit zwei Flanken oder sowas. Schubidu. Amputationsverletzung. Ein Krawimmchen. Ja Mensch, das habe ich ja ewig nicht gehabt. Eingestürztes Bonus. Jo, gleich hinterher. Ja, außer reingestürzt, dafür habe ich keine Dings. Egal. Fahr hin, geh gucken. Hol den Einsatzkaffee ab und eine Einsatzwurst. Die wird es in der Größenordnung ganz sicher geben. Den hat er nicht alarmiert. Aber jetzt hat er ihn alarmiert. Supermarkt eingestürzt. Und zählt ein Feuerwehrkran. Jetzt fällt er nicht mehr. Ein brennender Müllwagen. Ja, voll. Da müssen wir auch mal unbedingt wieder ein bisschen nachlegen. An Löschfahrzeugen ein Banküberfall. Banküberfall. SEK-Hubschrauber und 8 Streifenwagen. Egal. Hubschrauber, komm, schicken wir den auch noch mit und 8-mal den. Hochspannungsmast für die schönen. Lagerraum brennt. Mein Flugzeug ist abgeschmiert. Was habe ich denn hier hingeschickt? Feuerwehr? Ach, Tragehilfe wollt ihr. Ja, hier, NKDW hinschicken. Amputation, da brauchen wir einen Hubschrauber. Sag ich doch. Glücklicherweise haben wir von den Dingern wirklich mehr als genug. Ich war's, Doc. So. Wunderbar. Ja, Verband zweier. Was sind das? Ist das in der Nähe irgendwo? Jo, irgendwie. Warte mal, was haben wir denn hier in der Nähe? Hummel. Eine Hummel schicken wir hin und so. Ich glaube, das müsste bestimmt von Damun Einsatz sein, ne? Können wir nochmal kurz gucken hier. Ist das von Damun einer? Ja. Damun, ich mach dir den mal sauber, den Einsatz, ne? Brauchen wir bestimmt ein... Ja, RTH ist kein Problem. In Berlin haben wir ja zwei Stück. Auf... Zwei Rettungswagen oder so.
Termin nach Wikipedia. So. Ich habe hier einen Rettungswagen hingeschickt. Warum gilt der nicht als Trageunterstützung? Kann mir das mal einer erklären? Also das ist... Sprechwunsch. Das würde ja bedeuten, das alte System mit dem HVO, ne, so was hatten, einfach das nächste liegende Fahrzeug alarmieren, würde so nicht mehr funktionieren, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und jetzt auch geändert. Okay. Und wenn man es weiß, ich finde es jetzt nicht unbedingt prickelnd, aber wenn man es weiß, oh, schon gut, Kilometer runter. Zweimal Polizei. Sprechwunsch. So. Baum auf Gleisen. Jo, läuft, läuft. Ampelausfall läuft. Lungenödem läuft. Läuft auch. Und du erst. Und du sowieso. Von dir wollen wir gar nicht erst reden. Und du wirst auch noch versorgt. So. Sehr schön. Ist das Mikro überhaupt an? Ja, das Mikro ist an. So, du hast einen mittleren Bauernhof. Okay. Ein ELW 2 sollst du bekommen. RTW, RTW, RTW. 1, 2, 3. Und ab dafür. Abgebrochener Notruf, ja. Aus welchen Gründen ist er abgebrochen? Ne? Das ist immer so die Sache. Kann alles und nichts sein. So. Das ist eine Außenwache. Was ich, also theoretisch gesehen, ich meine Polizei. Moment, lasst uns doch mal eben gucken. Erstmal übrigens hier Dings. Dann Bums. So. Da. Aber mal gucken, was kommt denn als nächstes? Sprechwunsch. Ich glaube, als nächstes müsste ich suche mal ein THW. Wasserrettung. Wasserrettung ist auch nur so die Sache. Könnte man angehen über die BF? Sprechwunsch. Könnte man tatsächlich angehen. Was mich da aber tatsächlich steuert, ist einfach die Sprechwunsch. Und ein Boot haben. Also das mit dem Boot sehe ich genau ein, aber zwei Fahrzeuge, warum? Ja, weiß ich nicht. So, Bereitschaftspolizei haben wir. Also fehlt hier. Ja, das haben wir doch. Wir haben jetzt Polizeiwachen. Hä? Und Bereitschaftspolizei haben wir auch. Sprechwunsch. Sind sogar zwei zugeordnet. Lass mal gucken mit der Polizei. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Polizei. Hier haben wir Dings. Hier haben wir Bereitschaftspolizei. Sprechwunsch. Also, 9-mal Polizei, Sprechwunsch. 2-mal Bereitschaftspolizei. Sprechwunsch. Genug Rettungswache, warum wird der Einsatz eingeschaltet? Können wir das mal erklären?
Ja, sogar einmal Diensthunde schon. Kripo, Dienstgruppenleiter. Ja, also das interessiert mich jetzt tatsächlich. Hier unten war es doch irgendwie. Ja, das ist klar. Ja, dass das nicht geht, ist mir klar. Warte mal, wo war das denn? Da war es weiter oben. Sprechwunsch. Ja, Wasserrettung haben wir noch nicht. Das ist klar. Hier, der. Gewässerverschmutzung durch... Hier ist das Wasserrettung. Sprechwunsch. Wo war der denn jetzt gerade, den ich gesehen habe? Hier. Hier. Dieser Einsatz. Okay, ja, Wasserwerfer haben wir nicht. Das erklärt's natürlich. Moment. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Nordrhein-Westfalen. Sprechwunsch. So, Dortmund. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Die haben Sprechwunsch. FA, ne? Bochum hat Bochum? Sprechwunsch. Ja, Bochum hat eine Sprechwunsch. TE. Das heißt, wir müssen hier in Bochum den Ausbau machen. Oh, nie sogar. Ich habe hier die noch gar nicht gebaut. Ach, ups. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Nein. Nee, hab da nicht. Okay, gut. Das war, lass mich lügen. Wasserwerfer, 5. Also, Sprechwunsch. War das 2 oder 3? Sprechwunsch. Vor allem, der ist einsatzbereit, ne? Das ist echt mutig. Na ja, gut, dann müssen wir mal hier anschmeißen. Gebäude, Putzilei, Wasserwerfer haben wir da. Bochum haben wir hier. Verfügbare auswählen. Na ja, gut, passt, ich hätte nochmal. Ja. So, haben wir hier. Sprechwunsch. Und dann nehme ich nochmal ein. Da. Sprechwunsch. Den. Sprechwunsch. Andere. Und ab. Sprechwunsch. Gut. Sprechwunsch. Pause. Machen wir jetzt noch die Sprechwünsche und dann. Sprechwunsch. Sollte das für diese Folge gewesen sein? Wenn die nächste Folge kommt, lasst euch überraschen. Sprechwunsch. Also auf jeden Fall nicht. Sprechwunsch. Dieses Spiel. Oh. Naja, so unregelmäßig. 1, 2, 3 Mal die Woche, so. Irgendwie so.
Sprechwunsch. Gucken wir mal. Ganz wie die Motivation ist. Auf jeden Fall werde ich nicht nebenbei spielen. Sprechwunsch. Sprechwunsch, Sprechwunsch. Na komm, Alter, wie sind das noch? Sprechwunsch. Anzeige, damit ich weiß, wie viele offene Sprechwünsche das noch sind. Oh, wunderbar. Gut. Läuft. Naja, wenigstens kommt Kohle zusammen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter hier. Ich werde jetzt hier die offenen Einsätze noch fertig machen. Und dann ist gut. Also, bis dahin. Tschüssikowski.